Ja, erstmal kleines Vorwort. Gute Idee, dieser Straße einander einen Namen zu geben. Ob der Name, den ihr euch ausgedacht habt, der richtige ist, das wird man noch diskutieren müssen. Aber Mühlenstraße gibt es ja tatsächlich mehrfach in Berlin. Insofern ein Name, der auch etwas mit dem Ort zu tun hat. Vielleicht könnte man das Eastside Gallery Straße oder so etwas nennen. Das wäre auch eine Alternative. Ihr braucht jedenfalls dann den Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg, damit das in Bewegung kommt. Und da müsste man dann Überzeugungsarbeit leisten. Soweit vielleicht mal zu diesem konkreten Vorschlag. Das ist ja wohl klar. Ja, ich wollte noch mal sagen, heute, 9. November, ist ja eigentlich der Tag in der Geschichte unseres Landes, unseres Volkes, weil es ja schon, wie schon der Vorredner mal gesagt hat, vier Daten gibt, positive und negative Daten, die 9. November lauten und praktisch, wo der Schalter umgelegt worden ist für bestimmte Entwicklungen. 9. November, Revolution 1918, 9. November 1923, Marsch der NSDAP, also der Nazi-Partei in München, ein Putschversuch. Dann dieser schreckliche 9. November 1938, Reichspogromnacht, an den heute so viele erinnert werden. Und das Positive eben 9. November 1989, wofür wir hier heute stehen, dass wir daran erinnern, an dieses Positive, an diesen wirklich positiven Tag in der deutschen Geschichte. Und eben ist gefragt worden, ja, wie habt ihr den Tag verbracht? Wie war das? Also bei uns, bei der Berliner Geschichtswerkstatt, war das sehr interessant. Wir hatten uns an diesem Abend bei mir zu Hause getroffen, um zu überlegen, was wir in der Zukunft so planen, was wir so machen, und haben auch die 19 Uhr heute Nachrichten gesehen, nicht die Tagesschau um 20 Uhr, und kamen zum Ergebnis, aha, Herr Schabowski hat verkündet, dass man jetzt an allen Grenzübergangspunkten die ständige Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland tätigen könnte. Also es ging unserer Interpretation nach um die ständige Ausreise. Vorher war nämlich einige Tage unklar, wo kommt man raus und wie schnell geht das. Und so war für uns klar, es ist nicht viel anderes als in den letzten Tagen verkündet worden. Und was dann passierte, das ist das, was man Mediengesellschaft nennt. Eine etwas unklare Meldung, die Schabowski unklar formuliert hat, ist interpretiert worden von den Medien. Zuerst um 19.30 Uhr in der Westberliner Abendschau. Da ist dann der damalige regierende Bürgermeister Momper gewesen, der diesen Spruch weiter interpretiert hat und gesagt hat, aha, das bedeutet, die Mauer ist auf. Und das ist in den 20 Uhr Tagesschau-Nachrichten, also eine halbe Stunde später, noch weiter verstärkt worden. Und das haben natürlich auch alle Menschen, die sich dafür interessiert haben, im Osten gesehen. Also ich habe damals immer Ostfernsehen, Westfernsehen parallel immer hin und her geguckt. Und so ist dann durch eigentlich eine unklare Meldung, weil etwas in der Luft war, Realität geworden. Die Menschen haben das so verstanden, wie sie das verstehen wollten, sind auf die Straße gegangen, sind an die Grenze gegangen und haben dann gesagt, ihr habt doch gesagt, so und so ist es und das wollen wir jetzt einfordern. Eine unglaublich interessante Geschichte, die sich da abgespielt hat und für mich ein ganz, ganz klares Beispiel dafür, wie Medien Realität verändern und etwas voranbringen, was gar nicht so gemeint war und auch erstmal von vielen, die genau zugehört haben, auch gar nicht so verstanden wurde. Das wollte ich nochmal sagen und es war natürlich eine wunderbare Geschichte. Wer über diesen 9. November noch ein bisschen mehr lesen will, der kaufe die Taz von heute. Da ist ein ganz langes Interview mit dem Grenzer, mit dem DDR-Abfertigungsgrenzer von der Bornholmer Straße, der schließlich gegen 22.30 Uhr entschieden hat, vor mir stehen 1000 Leute, die kann ich nicht aufhalten, wir machen die Grenze auf ohne Kontrolle. Und der hat diese Hilflosigkeit, die er selber gespürt hat, sehr, sehr gut dargestellt. Niemand wollte ihm irgendwie sagen, mach was da, mach dies, mach jenes, bis er dann selber zum Ergebnis kam. Es ist, die Situation ist so eigenartig, so klar, die wollen jetzt durch. Ich gebe das jetzt frei. Also so viel zu der Frage, ja, 9. November 1989, wirklich einer der vier wichtigen 9. November in der deutschen Geschichte, und zwar eben ein positiver. Eigentlich ist das, in Anführungszeichen, unser Nationalfeiertag, wo wir eigentlich frei haben könnten, denn es ist sowohl das Schlechte der deutschen Geschichte an diesem Tag gewesen,
zweimal 1923 und 1938. Aber auch das Gute und so widersprüchlich ist eben die Geschichte unseres Landes. Und so wichtig ist es auch, dass wir an diese Geschichte erinnern, dass so etwas stehen bleibt, wie hier, wie diese Eastside-Galerie, 1,3 Kilometer, Beispiel dafür, wie man eine Politik eben gerade nicht machen soll, dass man eben nicht Leute einsperren darf und sie nicht daran hindern darf, ihre freie Meinung zu sagen. Und dafür müssen wir weiter einstehen. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank.